das zweite Werk von diesem großen Gelehrten, durch den Allah tabaraka wa ta'ala die arabische Halbinsel und viele andere Gegenden aus der Dunkelheit, durch den und durch seine Bücher, die viele Menschen aus der Dunkelheit des Schirks und der Neuerung und der Irrlehren zum Tauhid und zur Sunna zurückgebracht hat. Und bevor wir anfangen mit dem Buch selbst, gibt es einige Punkte, die erwähnt werden. Und zwar Kitab al-Tawhid ist das bekannteste und wichtigste Werk von Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Und über die Biografie vom Autor werden wir nicht sprechen, weil ich bereits an anderen Stellen ausführlich, sehr ausführlich darüber gesprochen hatte. Und wer sich das nochmal anhören möchte, kann das machen. Und dieses Buch beinhaltet, oder in diesem Buch geht es um die Glaubenslehre von Ahlus Sunnah wal Jama'a, um die Aqida. Und es ist aufgelistet in 66 Kapitel. Manchmal wird gesagt 67 Kapitel. Wenn man die Muqaddima, also die Einleitung, mitnimmt, dann ist das ein zusätzliches Kapitel. Aber meistens wird so verfahren, dass die Muqaddima nicht als Kapitel gezählt wird. Deswegen ist die starke Ansicht, dass dieses Buch aus 66 Kapiteln besteht. Und es geht vor allem in diesem Buch um den Themenbereich Tawhid al-Uluhiyya. Und wie ihr seht in der Fußnote, Tawhid oder der Tawhid teilt sich in drei Kategorien auf. Und zwar in Tawhid al-Rububiyya, das bedeutet Allahs Einzigkeit in der Herrschaft. Tawhid al-Uluhiyya, Allahs Einzigkeit in der Anbetung. Und Tawhid al-Asma wa-Sifat, Allahs Einzigkeit in den göttlichen Namen und Attributen. Jetzt wird vielleicht die Frage gestellt, wer hat diese Kategorien so erwähnt? Das wurde aus dem Koran und aus der Sunna entnommen. Wenn man sich die Quelltexte anschaut, dann sieht man, dass der Tawhid in diese Bereiche oder in diese Kategorien aufgeteilt wird. Und manche Leute sagen, nur die Wahhabiten haben diese Kategorie erwähnt. Und wir sagen, das stimmt nicht. Und zwar vor Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab und seinen Schülern wurde das auch von Imam ibn Taymiyyah und Imam ibn al-Qayyim erwähnt. Und vor diesen beiden wurde auch von anderen Gelehrten darauf hingewiesen, wie zum Beispiel von Imam ibn Battah und von Imam ibn Mandah. Und sogar al-Tabari, Imam al-Tabari, der große Mufassir, hat auch zumindest indirekt auf diese drei Kategorien hingewiesen. Dieses Buch, welches wir inshallah in den nächsten Sitzungen und Monaten lesen werden, wurde sehr oft erläutert. Es gibt Dutzende, vielleicht sogar über 100 Erläuterungen zu diesem Buch. Und das deutet oder weist auf seinen hohen Stellenwert hin. Aber es sei zu erwähnen, dass die zwei besten und gleichzeitig auch ersten Erläuterungen von Kitab al-Tawhid von den beiden Enkelsöhnen des Autors verfasst wurden. Wir haben also Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Er hatte mehrere Söhne und er hatte auch Enkelsöhne, allesamt große Gelehrte. Zwei seiner Enkelsöhne haben Kitabu al-Tawhid erläutert. Die erste oder sogar die allererste Erläuterung zu Kitab al-Tawhid heißt Taysir al-Aziz al-Hamid. Taysir al-Aziz al-Hamid fi Sharh Kitab al-Tawhid. Und das wurde von seinem Enkelsohn Sheikh Suleiman ibn Abdullah erläutert. Eine großartige und sehr ausführliche Erläuterung zu Kitabu al-Tawhid. Aber er hat das Buch oder die Erläuterung nicht zu Ende führen können, sondern nur bis zum 60. Kapitel konnte er das Buch erläutern, weil er dann von den Osmanen oder von einem der osmanischen Statthalter, Muhammad ibn Ali Basha oder sein Sohn Ibrahim, von diesen wurde er hingerichtet in seiner Heimatstadt Ad-Dir'iyya. Okay, wir haben also jetzt diese eine Erläuterung, Taysir al-Aziz al-Hamid. Er selbst, Suleiman ibn Abdullah, der Enkelsohn, er hat auch noch eine andere Erläuterung. Diese nennt sich Hashiyatu Kitab al-Tawhid. Das sind Randbemerkungen, kurze und sehr wertvolle Randbemerkungen zu Kitab al-Tawhid. Er nannte es Hashiya. Und diese ist vorhanden. Er hat sich da aber sehr kurz gehalten. Danach, nachdem
Sheikh Suleiman ibn Abdullah Shahid wurde, rahimahullah, ist der andere Enkelsohn vom Autor namens Sheikh Abdurrahman ibn Hassan gekommen und er hat das Werk von seinem Cousin Suleiman ibn Abdullah genommen und hat es bis zum Ende erläutert, weil es haben noch einige Kapitel gefehlt. Und dann hat er das Buch nochmal im Ganzen überarbeitet. Er hat Sachen gekürzt, Sachen hinzugefügt und er nannte das Fathul Majid. Fathu al-Majid. Und dieses Buch, Fathu al-Majid, das ist ein Meisterwerk, ein großartiges Werk. Und darauf beziehen sich die allermeisten späteren, die dann gekommen sind. Und von daher beziehe ich mich bei der Erläuterung dieses Buches hauptsächlich auf diese drei Erläuterungen. Auf Taysir al-Aziz al-Hamid und auf die Hashir und auf Fath al-Majid. Und im Allgemeinen, das habe ich jetzt auch hier in der Fußnote, könnt ihr das sehen, vielleicht einige Punkte zu der Vorgehensweise beim Lernen und Unterrichten solcher Werke. Ich versuche immer, wenn möglich, mich auf frühere Werke großer Gelehrten zu beziehen und nicht hauptsächlich nur auf Erläuterungen von zeitgenössischen Leuten zu schauen. Und das ist leider in der heutigen Zeit bei sehr vielen der Fall, egal ob im Bereich der Aqida oder im Bereich des Fiqh oder im Bereich des Hadith, es wird sich sehr viel immer auf zeitgenössische Leute, die jetzt noch leben oder die vor kurzer Zeit noch gelebt haben, es wird sich nur darauf bezogen. Und den früheren Gelehrten wird kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Und diese Vorgehensweise deutet zumindest indirekt darauf hin, dass man sagen möchte, diese späteren, die heute leben, sind wissender als die früheren. Und jeder weiß, wenn die früheren nicht gewesen wären, wären diese späteren nicht in der Lage gewesen, irgendetwas zu verfassen. Weil sie, wie man im Arabischen sagt, hum alatun alayhim, sie sind auf die früheren angewiesen. Egal bei welcher Sache. Und das ist leider ein Phänomen, was weit verbreitet ist. Selbst jetzt hier bei Kitab al-Tawhid, falls sich der eine oder andere damit befasst hat, wird er das vielleicht auch bestätigen können und hat das auch festgestellt, dass nur auf Erläuterungen von heutigen Gelehrten geschaut wird. Als ob es keine früheren Gelehrten gab und als ob es keine früheren Erläuterungen zu diesem Buch gab. Und auch bei Thalathat al-Usul, dazu komme ich inshallah auch gleich nochmal unten bei den Punkten, auf die ich jetzt eingehen werde. Und zwar erstens, warum beziehe ich mich hier bei Kitab al-Tawhid und im Allgemeinen, das was ich erwähne, zählt für alle anderen Bücher auch, aber jetzt beschränke ich mich nur auf Kitab al-Tawhid. Warum beziehe ich mich auf die Erläuterungen von Suleiman ibn Abdullah und Abdurrahman ibn Hassan? Erstens, weil diese beiden zwei Großgelehrte waren und sie waren wissender oder sind wissender als die späteren und zeitgenössischen Gelehrten. Das ist der erste Punkt. Und keiner wird hierbei diskutieren können, außer wenn jemand Mu'anid ist, wenn jemand hochmütig ist, dann wird er vielleicht dem widersprechen. Aber jeder, der auch nur ein bisschen Ehrlichkeit besitzt, er wird das bestätigen können, dass diese beiden wissender waren als die späteren und vor allem als die heutigen. Zweitens, die Aqida dieser beiden ist reiner und besser als bei manchen späteren dies der Fall ist. Sie haben ihre Aqida nicht durch Fehler zerkratzt. Drittens, diese beiden kennen die Aqida und die Vorgehensweise ihres Großvaters, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, besser als die späteren. Jetzt einer, der heute lebt, er kann nicht sagen, ich kenne die Vorgehensweise und die Aqida von Muhammad ibn Abdul Wahhab besser. Abdurrahman ibn Hassan wird ihn auslachen. Er wird sagen, er ist mein Großvater. Ich bin bei ihm zu Hause aufgewachsen. Ich habe bei ihm Kitab al-Tawhid bis auf wenige Kapitel komplett gelesen. Und ich habe von ihm gelernt. Wie kann es sein, dass einer, der 300 Jahre später gekommen ist, behauptet, er würde ihn besser kennen als ich. Also, sie kennen ihren Großvater und den Autor besser. Und sie befinden sich eins zu eins auf derselben Aqida. Es gibt keine Punkte, wo sie ihm zuwiderhandeln. Im Gegensatz zu einigen späteren Leuten. Und Al-Ajib ist, es gibt Leute, die Kitabu al-Tawhid erläutern
Und sie sind eigentlich, auch wenn sie das nicht zugeben, sie sind Feinde dieses Buches. Sie sind Feinde des Autors. Er kommt und erläutert dieses Buch und dann sagt er, und der Imam hat hier große Fehler gemacht und hier hat er Ghulu gehabt und hier hat er übertrieben. Das ist ja jetzt, darum geht es nicht. Wenn du dieser Ansicht bist, das ist deine Ansicht, aber warum bist du gekommen und hast dann eine seiner Bücher erläutert? Ich weiß, was der Grund ist. Und zwar der Grund ist, und das ist eine hässliche Vorgehensweise, dass manche Leute, wenn sie jemandem schaden möchten, kommen sie zu ihm und tun so, als ob sie sich dieser Person oder diesem Buch zuschreiben und damit übereinstimmen. Und dann im Inneren bekämpfen sie die Aqida und den Inhalt von diesem Werk oder von diesem Verfasser. Und das ist eine sehr, sehr, sehr hässliche Vorgehensweise. Das war auch schon früher der Fall gewesen. Und zwar manche Leute, sie haben gesehen, Imam Ahmed hat eine große Akzeptanz unter den Leuten, unter den Muslimen. Er selber weiß ganz genau, ich widerspreche Imam Ahmed in allen Bereichen. Wenn ich Imam Ahmed getroffen hätte, hätte er über mich ein bestimmtes Urteil gefällt. Aber er kann nicht kommen und sich gegen Imam Ahmed stellen. Was macht er? Er kommt und er lügt und schwindelt den Leuten vor. Ich mag Imam Ahmed und mashallah, Imam Ahmed hat gute Bücher gehabt. Und dann kommt er und versucht dann auf diese Weise gegen Imam Ahmed vorzugehen. Und manche späteren, vor allem die Murji'a, sie machen das. Und es gibt wirklich hierbei nur zwei Wege, warum diese Leute die Bücher von Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab lesen und sie erläutern und behaupten, sie wären auf seiner Aqide. Entweder ist der Grund das, was ich eben erwähnt habe, diese Vorgehensweise, oder sie sind wirklich blind. Sie verstehen nicht. Er liest vielleicht hier ein Buch oder einen Satz und er versteht nicht, was da steht. Weil, wenn er das verstehen würde, würde er wissen, das widerspricht dem, worauf ich mich befinde. Und deswegen wünscht man sich wirklich, dass viele dieser Leute sich doch nur von diesen großartigen Werken und vor allem von diesem großartigen Werk fernhalten und es nicht durch ihre schlechte Erläuterung besudeln. Und dadurch hätten sie sich selbst und auch den anderen Leuten einen großen Gefallen getan. Viertens, diejenigen, die sich in fast allen Bereichen auf der gleichen Aqida wie Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab befinden, sind seine direkten Schüler, sind seine Söhne und seine Enkelsöhne und im Allgemeinen die Gelehrten der A'imma al-Najdiyya. Das ist ein Begriff, Al-A'imma al-Najdiyya. Gelehrte aus Najd, die nach Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab gekommen sind und die dann seine Da'wah verbreitet haben, seine Bücher gelernt haben, seine Bücher unterrichtet haben. Und im Groben kann man sagen, dass die Epoche der A'imma al-Najdiyya bei Muhammad, bei Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh endet. Das ist der Mufti vor Sheikh bin Bas in Saudi-Arabien. Das ungefähr bei ihm diese Epoche endet und er ist gestorben im Jahr 389 nach der Hijra. Rahimahullah. Fünftens, bei meiner Erläuterung von Thalathat al-Usul bin ich auch derselben Vorgehensweise nachgegangen und ich habe mich dort auch ebenfalls auf das erste oder auf die erste schriftliche Erläuterung des Werkes Thalathat al-Usul bezogen, welche von Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh verfasst wurde. Und er ist ein Nachfahre oder ein Nachfahre von dem Autor. Und sechstens, die meisten späteren Gelehrten beziehen sich bei ihren Erläuterungen auf die Werke von Sheikh Suleiman ibn Abdullah und von Sheikh Abdurrahman ibn Hassan. Das einige Punkte. Vielleicht noch ein letzter Punkt, bevor wir dann mit dem Buch anfangen. Und zwar meine Ijazat zu dem Werk Kitabu al-Tawhid. Ich habe das Buch Kitabu al-Tawhid mehrfach, vielleicht ein Dutzend Mal oder noch öfters bei verschiedenen Shuyuch gelesen und gelernt. Dazu zählen unter anderem unser Sheikh al-Muhaddith Abdullah ibn Abdurrahman al-Sa'd und Sheikh
Abdullah ibn Tuwayjiri, bei dem habe ich dieses Buch sogar mehrfach gelesen, und Sheikh Ahmed ibn Abdul Razak al-Anqari. Und ich erwähne zwei Überlieferungsketten, und zwar überliefere ich das Buch unter anderem über Sheikh Abdullah As-Sa'd und Sheikh Abdullah al-Tuwayjiri, diese beiden über Hamud al-Tuwayjiri, dieser über Abdullah al-Anqari, dieser über Abdul Latif Ali Sheikh, dieser über Abdurrahman ibn Hassan, dem Enkelsohn, und dieser über seinen Großvater Muhammad ibn Abdul Wahhab. Somit sind zwischen mir und dem Autor fünf Personen. Und allesamt große Gelehrte. Die andere Kette, und zwar überliefere ich das Buch auch über Sheikh Ahmed al-Anqadi, dieser über Muhammad ibn Abdurrahman Ali Sheikh, dieser über Hamad ibn Faris, dieser über Abdurrahman ibn Hassan und dieser wieder über seinen Großvater Muhammad ibn Abdul Wahhab. Und in dieser Kette sind zwischen mir und dem Autor nur vier Personen. Na, das soweit zu dieser kurzen Einleitung.